Ja, hi. Etwas später als geplant geht's los. Ich habe Frikadellen, Bier und das wundervolle Thimbleweed Park. Was haben wir das letzte Mal erlebt? Wir haben herausgefunden, dass Agent Reyes Vater in der Fabrik verbrannt ist und beschuldigt wurde, obwohl das eigentlich nicht war, sondern die AI. Agent Ray soll genau diese AI klauen für Chinesen oder Japaner oder irgend sowas. Ransom will in die Firma, um den Prototyp seines Modells, seiner Puppe zu holen, um hoffentlich wieder groß zu werden. Und Dolores will. Die will da auch rein, aber den Grund habe ich vergessen. Scheiße. Okay, dann ohne große weitere Umschweife starten wir ins Abenteuer. It's a big electrical knife switch, straight out of Frankenstein. The switch is stuck. It seems to have been recently welded into place. Weldet. Das war doch eine Kanalisation, wo die ganzen Valves, Dingenskirchens, Ventile fest waren. Die waren alle welded in place. Könnte also heißen, dass da auch Geister rumgelaufen sind. I think I short-circuited it. It's Uncle Chuck's sarcophagus. Hope he's resting well. It's much too heavy to open, and I don't think I'd want to anyway. Das ist keine große Info. Die wollen alle in die Fabrik. Wie komme ich da rein? In der Bank hing der Schlüssel. In der Bank hing der Schlüssel. Das heißt, ich muss den da rausholen, aber wie? Der Typ da guckt die ganze Zeit und telefoniert dauernd. Safely first savings. So, Telefon. Telefon. Telefonbuch war hier in der B Street. It's B. It's out of order. The Ach, coin Scheiße. slot is filled with glue, the buttons are missing, and the cord to the receiver is cut. Otherwise, it looks fine. Scheiße. Schön verpasst. Das wäre jetzt interessant gewesen zu sehen, was sich da tut. Nochmal laden? Na wohl. Egal. Safely First Bank 7674 gleich aufschreiben. Oh, die Nummern häufen sich bei mir. Dann mal ab in die Bank.
Hello, excuse me, Miss Edmund. What are you doing? It's the key to my uncle's factory. I just need to check things out. Miss Edmund, we take our trusteeship job seriously here. You know the factory is in probate. Is this an obscene phone call? I need to keep them on long enough to trace the call. Okay. Telefon. Wo finde ich ein Telefon? Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. I need to get into the factory to steal. Find the secret to the AI. Die hat ein Handy. Okay, dann 7674. Schauen wir mal. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? I'd like to open an account. I don't believe you. Please stop wasting my time. Now, goodbye. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? Yes, I'm your friendly obscene caller. No, you're not. The obscene caller makes a lot of filthy noises and moaning sounds. Now, goodbye. Okay, das klappt scheinbar nicht. Hat der nicht auch ein Handy? Nee. Dann muss ich wohl da zu einem Telefon. 507. It's locked. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? I'd like to order two pizzas to go. I think you have the wrong number. This is a bank. Now, goodbye. Das wird auch nix. Ransom. Mal gucken, ob ich überhaupt in den Raum komme. It's locked. I can't open that. It's locked. Och Mann. I don't want anyone in my room other than me. Finde ich jetzt ein Telefon. Ja, dann runter in die Lobby. Oder habe ich noch irgendeine Schlüsselkarte? Moment. Nee, die vom Opfer habe ich nicht mehr. Die hat auch nur ihre eigene. Das Handy? Mal gucken, ob ich dem das Handy geben kann. Carry this.
Jetzt bin ich mal gespannt. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? Yes, I'm a f***ing obscene caller. No, you're not. The obscene caller makes a lot of filthy noises and moaning sounds. Now, goodbye. Langsam gehen mir die Optionen aus. Dann ruf halt du an. I wonder what the guest is up to now. Thank you. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? Sorry, wrong number. You're wasting my time. Now, goodbye. Was bleibt denn jetzt noch? Nur Franklin. Whatever. Aber das wird mich schon wundern. I can't reach that. Some weird power is keeping me close to the portal to the hotel. I can't get over there. What? Ah, mit dem kann ich ja in jeden beliebigen Raum. Da muss ich nicht stundenlang durch die Gegend fahren. Sehr cool. It's an elevator. Bing. So, wie war das? It's a phone. Zap. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is anyone there? Is that you again? It sounds like you, but I'm not sure. I'm almost certain you're the same obscene caller as before. It is you. That's right. Keep it your moaning. I'll get you. Keep talking. I've almost traced you. Scary ghost noise. Oh. Jetzt muss ich aber extrem fix in die Bank. There you go again. Keep talking. I've almost traced you. Bam. Why do you think you can waste my time like this? Bam, ich hab den Schlüssel. Sehr schön. It's a door. So. Dann wissen wir genau wohin. Factory, willkommen. The key fits. Gleich mal alles aufschreiben.
0505, rot und die Nummer 2. Ich denke jetzt mal nicht, dass das Zeichen oben rechts wichtig ist. Es hat 3 Stifte. Na, schauen wir mal. It's locked and there's no handle. Ah, jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob hier Dust liegt. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Pillowtronics, the mechanized pillow factory of the future, established 1954. When those security lights are all green, the door can be unlocked. When those security lights are all green, the door can be unlocked. Nothing happens. It's a Dortron 3000, but it's missing its tube. It's a tube socket for Uncle Chuck's secret PF001 Tron tube. PF001 Tube. So, gleich mal notiert. Okay, das ist die Nummer 1. Sieht identisch aus. So, hier ist Ende. Ich sehe nirgendwo ein Speck of Dust. It's a Pillowtronics T-shirt. The only thing I got from Uncle Chuck. There's a schematic of his secret PF001 tube on the front, just like the one needed at the factory. Aha, geil. Und ihr stellt den Zusammenhang auch gleich noch selbst her. Das ist schön. Blöd wäre es natürlich, wenn ich die Röhren nicht gesehen hätte und sie das dann gesagt hätte. I see another time clock back there, but this truck's in the way. Time clock. Ah. It appears to be the on-off lever for this electric truck. It's now in the. It looks like the battery is dead. It's a heavy-duty restraining strap and bolt, and needs a wrench to loosen it. Maybe I should save the game first. Okay, Werkzeug habe ich keins. It's an old discharge battery bolted onto the truck. It's bolted in here with a crazy big restraining bolt. Crazy big. Außerdem habe ich keine Batterie. Und mir scheint's, hier gäbe es keinen Dust. Wobei dieser Erfolg schon, na, nerven ist falsche Wort. Man sucht Pixel ab, guckt sich dabei natürlich die wunderschöne Grafik nochmal an, genauer. Aber irgendwie ist es halt vor allem Pixelsucherei. Das ist, ja. Ach nein. There's a radiation sign on this silo. Must be radioactive waste. I can't open that. It's now filled to the brim with radioactive waste. It's my math trophy filled with radioactive waste. Luckily, it's made out of solid pewter. Ich sag's doch, Pixelsucherei. Mit
Achievement Dust Collector. Heißt, ich hab 50 Specs. It's a torn piece of paper. Aha. Be sure to check into each security box within 5 minutes of the last box. Okay. SR01 disengagen. Das sagt mir noch nichts. Ist aber notiert. Failing to check in at the proper times could result in factory lockdown. Okay, da gibt es also eine Risikoquelle. Dann muss die PF001-Tube, die sowieso noch fehlt, zurückgesetzt werden. Das weiß nur der CEO. Aber vielleicht kriegen wir da was raus. 8019. Machen wir gleich. Erst noch fertig suchen. Ah. Das ist Reyes Senior, Reyes Junior, Mutter und Hund und die Uhr. Die Uhr haben wir doch gekriegt. Reyes hat die in der Tasche. Aber die ist kaputt. Reparieren kann sie den Uhrmacher wahrscheinlich. Und der Uhrmacher hockt im Knast. Der Uhrmacher hockt im Knast. Willi der Penner war früher Willi der Uhrmacher und ist jetzt ein Mörder und deswegen verknastet. Aber den braucht man irgendwie zum Uhr reparieren wahrscheinlich. Nice cool. Photo. Looks like a kid I went to school with. Oh, it's a sweet photo, but I'm not picking it up. Ich glaube, das muss Reyes sich gleich. It's a map of the abandoned factory. Ich glaube, das muss Reyes sich gleich angucken, das Bild. Dann haben wir vielleicht seine Sidequest-Kette mal so halbwegs abgeschlossen. It's my father's old pocket watch, but it's broken, and only a professional will be able to fix it. Ja, da braucht man Uhrmacher. Ja, es passt, geil. Aber es tut nix. Not leaving that watch behind. I need to find the correct time to set it to. I can't reach that. I was cute as a kid. I miss Dad. There's his watch in the photo. It would be nice to have this photo of my family. I'll leave it here as evidence until after we're all done. Okay. Dann halt nett. So. Der Reihe nach. Reyes telefoniert. Und zwar mit der 8019. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for station 1 is 11:10. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line.
For today, proper start time for station one is 11:10. Oh, okay. Das heißt, ich muss jede einzelne Station. Warte mal, Start Time for Station 1. Within 5 minutes of each other. Das heißt 11:10. 11, 12, 13, 14 oder sowas könnte funktionieren. Okay, dann haben wir das schon mal. Das müsste doch hinhauen. Nur. Naja, gucken wir mal wegen der Uhr. Die brauchen wir ja jetzt. Wo ist der Knast? Ach, ja klar. Police Station, wo sonst? Boah. I can't turn it off. The knob is missing and the radio's bolted to the cabinet. The sheriff left it on as a form of torch. Zu Recht. I'm innocent! If you didn't do it, a jury will find you not guilty. I heard you used to have a watch repair shop. Can you fix this watch? Why should I? Considering I'm only locked up because of you. It was Agent Ray's fault. I always knew you didn't do it. Well, let me see it. Schuld wegschieben ist natürlich immer gut. Well, that's a strange looking watch. But sure, I can fix it. But do you think I can fix it with my teeth? Come back when you have some proper tools. And turn off that awful noise. Play me some theremin music. What the fuck? Okay. Werkzeug. Wo finde ich Werkzeug? Willie's Watch and Violin Repair Shop. It's dark, but I can see there's nothing in there. Da gibt's nix. Da brauche ich sowohl die Batterie raus, also Werkzeug, als auch die reparierte Uhr. Die Uhr repariere ich hier, wo ich gerade bin. Dafür brauche ich Werkzeug. Wo gibt's Werkzeug? Im Zirkus wohl eher nicht. Im Haus war auch nichts, oder? In ihrem Zimmer ist nur der PC und Zeug. In der Bibliothek sind nur Bücher. In der Küche unten habe ich schon alles eingesackt, was nicht nagelfest war. Im Wald glaube ich es mal nicht. In der Factory, da brauche ich sie, also wird es da nicht sein. Bei der Radio Station gab es nichts mitzunehmen und so, also wohl eher nicht. Circus, nee. Hier war quasi niemand zum Interagieren. Alles, was ich brauchte, habe ich schon mitgenommen. Der Supermarkt hat das. Irgendjemand auf der Con oder so. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo man hier noch Werkzeug herkriegt. Ach, ja, okay. Sexy Starships Riker. In bottles, handmade. What do you want in exchange for your tools? Well, I'm really craving a hamburger.
How about a hot dog? No, definitely not. A hamburger is what I need. Get me a hamburger and I'll see what I can do for you. Bye. You will not find better starships in a bottle than these. Dann haben wir doch schon unsere Antwort. Hamburger, Diner. Ach, warte mal, das habe ich doch erst beim letzten Teil schon probiert. We interrupt our hostile takeover. Nonst, what can I do for you, honey? I'd like to order some food. Sure. Everything is on the menu board. What do you want? I'll have a hamburger. Sorry, honey. Those hot dogs are about to go bad, and I can't open a new package of hamburgers until they are all gone. I'd like to order some food. Sure. Everything is on the menu board. What do you want? Dann Futter mal halten. Ach, ich kann mit dem gar keinen. I guess I'm not hungry. Bye for now. Anytime. Welcher Zufall, da sind noch drei Hot Dogs und drei Charaktere. Mit dem habe ich ja schon einen gegessen, ganz am Anfang. Oh, ich werde es dreckig gehen. Genau, den Hot Dog habe ich gegessen, als die überfallen wurde. What can I do for you, honey? I'd like to order some food. Sure, everything is on the menu board. What do you want? I'll have a hot dog. Good choice, honey. We're trying to move him out. Ja, mit Kuchen. Eat up, hon, while it's still hot. Oh my. That is the worst hot dog I've ever eaten. I gotta go. I feel better now. Okay. Jetzt bin ich auf Ransom sehr gespannt. Aber zuerst. You know you're not welcome in here, Ransom. You can't legally refuse me service because I'm a clown. No, but I can refuse you service because you're a B-pole clown. Ratting to the feds on me, eh? Just order your food and get lost. I'll have one of those disgusting hot dogs. Knock yourself out with those hot dogs. We're trying to move them before... Well, da fällt dir nichts mehr. I hope you choke on it. Nom, nom, nom. This tastes like crap, and I ought to know. I gotta go. I feel better now. So, Dolores noch. Dann sind endlich alle Hot Dogs weg und ich müsste einen Hamburger bestellen können. So, und aus mit dieser Scheißmusik. Oh, viel besser. Welcome to the S&D Diner. What can I do for you, Dolores? I'd like to order some food. Sure, everything's on the menu board. What do you want? I'll have a hot dog. Good choice, honey. We're trying to move him out. Eat up, hon, while it's still hot. This hot dog is even worse than the food in the mucus phlegm lunchroom. gotta go. Oh, I feel better now. Oh, es haben alle gekotzt. Hm.
Thanks. Das hat die alles noch nicht gemacht. Thanks. Ouch. All I ever wanted to do was please Uncle Chuck. I tried so hard, but it was never enough, and I failed him. Wow, I feel better. Hey, ein Achievement, Mean Person, nachdem alle vier diese eitre Augentropfen hatten. Sehr schön. Donde está el Inodoro? Okay, das muss man wieder nicht verstehen. What can I do for you, honey? Der darf den Burger holen. I'd like to... Sure. I'm ready for that hamburger. All right, honey. Now that you helped us move those hot dogs, you can have a hamburger. Dave, burn one, take it through the garden and pin a rose on it. Ready! Been saving one here in the grill pocket just in case. Here you go, hon. Doesn't look as bad as the hot dog, but looks can be deceiving. Also mit Ansage kotzen. Thanks. That's exactly what I wanted. Delicious. I have to go to my room. Teeny tiny spaceships in bottles. So, aber das Werkzeug ist nicht hier. Was eine Scheiße. Okay, also im 11. Stock. Dann fahren wir doch mal hoch. Shut up in there! RoboCop would be... Und währenddessen... Zisch, zum Wohl. Not again. Raum 1103. Ow! That hurts. Sounds like someone's being sick in there. I don't want to see that. It's locked. Oh, scheiße. That's better. Now to get back to work. It's locked. Na, der Geist kann auch durch Türen durch. It's an elevator. Ja. The elevator isn't on this floor. Werkzeug. Tiny tools for working on starships and bottles and jewelry. Kann ich die Tür zappen? It's a door. Ja, ich kann sie zappen, geil. So, pick up Werkzeug. It's a set of very fine jewelry tools. Und ab zum Knast.
rein zu Willy. Willy, here are the tools you wanted. Oh, thanks. Nice tools. So. I'm innocent. Can you fix this watch? I know you're innocent. Here's my watch for you to fix. I can't concentrate over that racket. You have to change the music to my favorite. I love theremin music. I work best when it's playing. Okay, scheiße, wie ändere ich denn die Musik? Da steht nichts Neues. Da steht nichts Neues. Jokebook Page fehlt noch. Ach, und da gibt es noch den Lookalike Contest, den muss ich auch noch machen. Aber so wie der am Anfang rumgepienst hat, will er bestimmt erst ein volles Jokebook. It's my Jokebook, but there's one page missing. Where the is it? Der hat ja letztes Mal schon arg rumgeheult. Es war im Zirkus, die ist irgendwie weggeflogen. I need to be higher to jump on it. That's too far to jump from here. I'm not gonna jump on that without a spotter. Safety first. Okay. Also jemanden dazustellen. It pains me greatly, but the clown's right. I can't enter private property without a warrant. Verarschen? Ah, die kommt direkt rein. Das. Na gut. So, da steht jemand. Spring. Ach, da oben ist er. Okay. Got it. Bam. Got the page stuck back into the joke book. It's my joke book in perfect condition. If you don't mind hamster crap. Okay. Dann joke book hammer. Ach. Tastes great on ice cream, too. So, up to ThimbleCon. Ready to face my adoring public and win this contest already. Ah. Thank you all for coming to witness the Ransom Lookalike Contest. We've got a great crowd here tonight. What is he, blind? Ugh, stinks in here. Yes, well, it looks like we've got some great entries and some not so great entries. But I'll be the judge of that. That's right,
I'll be judging the contestants as they try to make us laugh. First up, we have Corey. I'm Ransom, the jerk clown. It's Ransom, the insult clown, you moron. That's not a nice thing to say. That's some cape you've got on there, kid. I bet your mom made it with love. I hope there's a Batman look-alike contest for you soon. You definitely win. So convincing. You've gotta be kidding. That wasn't an insult. It was a crappy compliment. You're all poo-poo heads. Just like Winnie the Pooh, you're sweet as a honey pot. No way. I was amazed you aren't a bunch of fatzos. Fatso? That's an incredibly hurtful and vulgar word to use. It's not something that any decent people say in public. Ransom ist nicht decent. You're all a bunch of inbred freaks. Don't try to deny it, because I've seen the sheriff, the coroner, and the hotel manager. The sheriff, coroner, and hotel manager are all distinct people and awesome in their own right. You should be thanking them for keeping the town running. What's the deal with all these Tron machines? The Tron machines have saved our town countless times. There's no reason not to rely on them. Bunch of ingrates. Sounds like someone has to update their jokes. Now we have our final contestant, Corey. Bloop, bloop, and beep, bloop! It's beep for sake, not bloop. Don't be mean. I hold you all ransom with my jokes. Clever! Ransom, so smart. You're all silly billies, but you're still lovable. Oh, kill me now. Gott, sind die alle schlecht. This won't take long to decide the winner. In first place is, obviously, Corey! Oh my! Thank you! Corey wins a licensing deal with Mega Mega Toy Company. I'm going to make a cute fuzzy dog! But you could just walk into any toy store and buy that already! Second place is Corey! Of course it well is! Totally rigged! How can anyone compete with Corey? It's a pleasure to come second to his first! You've won a gift card for facial reconstruction surgery. How exciting! Just like my hero, Michael Jackson. Which leaves third and last place to... What was your name, anyway? It's Ransom, you idiot! Oh, your name is Ransom, too? That's an odd coincidence. Pity your act wasn't very convincing. So third place goes to the poorly named Ransom. You win an easy listening theremin record by Saikin. Congratulations to those who put some effort in. Cool. Ein theremin record. Willy wollte theremin music. Passt doch alles zusammen. Hello fans and tuna heads. Just wanted you to know that I'm Ransom the Clown and you're not. Woher kommt die Musik? Natürlich vom Radio.
Also, ab zum Radio. I'm not going in there. They did a whole half-hour hatchet job call-in special on my last performance. Der muss wahrscheinlich hier bleiben wegen der Uhr. Dann nehme ich die. Like I don't have enough to carry already. We interrupt our hostile takeover non-stop music with this. It's locked and bolted from the inside. Wie habe ich das letzte Mal ausgekriegt? It's an alien invasion, I tell. Ach, genau, Ransom kann hochklettern. Okay, machen wir das. Oh, let's get the clown to climb the ladder. Yeah, yeah. The circus freak will climb the ladder. Verkneifst dir fucking clown. All this climbing just to solve a puzzle. Waste of my time. Pienst dich doch ins Koma. All this climbing just to solve a puzzle. Oh, die Musik ist nach wie vor schön. Mir zumindest macht sie richtig Laune. Serves him right for that radio show. Now I better get out of here fast. Oh no, we're off the air again. Bam, weg ist er. So, use record on turntable. Use record. It's not good DJ practice to stack records. Ja, na dann. Bam. Phew, what a climb! Das drückt ja richtig in den Schädel. Aber jetzt haben wir Theramin laufen. Wundervoll. I'm innocent. Can you fix this watch? If you fix the watch, I promise I'll prove your innocence. Here's my watch for you to fix. Hey, you have that great Theramin music playing. Okay, hand it over. Okay, your watch is fixed. Here you go. What is that awful noise? The feds must be trying to brainwash me. How'd this get here? Okay, all back to normal again. It's my father's old pocket watch. Good as new. Dankeschön. So. Dann können wir jetzt wieder in die Factory. So, zuerst Box 1. Wollen wir nächstes Mal sprengen. Und ich habe mir notiert 11.10 Uhr. So, 11.10 Uhr sitzt. Dann zur Nummer 2. Okay.
Box Nummer 3 ist hier hinten. Lift 20. Passt auch. 3 sind schnell. Weil die vierte wird von dem Container Truck Ding verdeckt. Wie kriegen wir das jetzt weg? It's a heavy-duty restraining strap and bolt, and needs a wrench to loosen it. Page and Brothers Plumbing, electrical and paranormal investigations. We don't monkey wretch around. Huh. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks, and frights. Okay, Franklin ist noch im Zimmer, dann kann ich noch im Phone. My hand just passed through the pages. I can't open it. Okay, dann, wer kann zum Telefon? Reyes kann, Ray kann. It's the key card for my room. Entweder habe ich mir die Nummer von den Pigeon Brothers Schwestern nicht aufgeschrieben oder ich finde es in meinem Notizenchaos nicht mehr. Weil ich zu viel zu schnell ohne Anmerkungen notiert habe. Naja. Ich bin ja gleich am Telefonbuch. 1207, fast ganz rechts. It's locked. Ah, Mann. PPP Pigeon Brothers Plumbing 2067. Ah ne, die hatte ich mir nirgends notiert. So, dann rufen wir die mal an. Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal-related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Paranormal plumbing and electrical emergencies. Kann ich elektrisch irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Paranormal Plumbing. Ich kann die Toilette aufschäumen. Mit Franklin. That doesn't use electricity. Finde ich einen Gast, der auch ein Zimmer hat. Ein Zimmer, das auch einen Gast hat. It's an elevator. The elevator isn't on this floor.
Okay, die interessiert es nicht. Auf der ThimbleCon hat es keine Toilette. Das heißt, da geht es nicht. Hotelzimmer mit einem Gast. Room 1002, sitzt sogar jemand, auch nicht schlecht. Okay. It's an elevator. I wonder what the guest is up. Yeah. Okay. The guest. Last week on Hospital Hijinks. Die hockt immer noch da. Hm. I love you. Stay tuned. Da ist ein Gast. That's a bit strange. Again. Maybe that's what it does normally. Again. Maybe that's what it does normally. Again. Maybe that's what it does normally. What was that? Again. Must have faulty wiring. What on earth is all that? That poor man! I've got to help-a-boo him! Hello, Acme Maintenance? It's the Edmund Abu Hotel. We've got an emergency Abu right now. What do you mean you're not available tonight, Abu? You're supposed to be a 24-hour service Arito Abu! Where will I find someone else Abu at this hour? Service Arito. Huh. Well, maybe I imagined it. Langsam fängt er an durchzudrehen. Service Arena Abu. Der vermischt die Laute. Okay. Ja. Oh. What was that? Again! Again! Fernseher must have faulty wiring. Der Fernseher nervt doch. So, und der ruft dieses Acme-Teil an und es reagiert keiner. Again? Whoa. Maybe I didn't imagine it. That poor man. I've got to keep trying to help Abu him. Hello, Acme Maintenance? It's the Edmund Abu Hotel. We've got an emergency Abu right now. What do you mean you're not available tonight, Abu? You're supposed to be a 24-hour service Arito Abu. Where will I find someone else Abu at this hour? Huh. Well, maybe I imagined it. Okay, das taugt alles nix. Das Reyes hat die Karte, ja. I heard a rumor your maintenance people aren't available tonight. Why don't you try the Pigeon Brothers? Why, Abu, that's exactly what we need! Thank you so much, Abu. Jetzt rufst du auch an, du Arsch. Oh, okay. Stay tuned, for I'm... What was that? Again! 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 Must have faulty wiring. Again! Must have faulty wiring. Again? Maybe I didn't imagine it. That poor man. Maybe these new people can help Abu him. Poultry Brothers Plumbing Abu? We've got a maintenance emergency Abu right now. You can be here right away. Thank Abu you!
We received a signal that you're in need of some paranormal electrical help. Thanks. Let me know when you're done. It's an odd-looking plumber's wrench. Okay. Ach, scheiße, der wäre hier geschnappt. Oh. Naja, etwas verpeilt. So. 10 war das. So, und schon mal ein Hinweis vorab. Ich werde gleich ganz kurz einen Break machen von 5 bis vielleicht 10 Minuten, je nachdem. Dann geht's nochmal weiter bis nicht ganz Mitternacht. Und die Teile gibt's natürlich wie immer dann ab heute Nacht irgendwann direkt auf YouTube als schöne Playlist. Teil 1 muss ich immer noch neu aufzeichnen, weil ich hatte bislang keinen Antrieb, neu anzufangen. Sorry, das kommt dann beim nächsten Playthrough. Weil es gibt ja sowieso noch ein Achievement. Keinen einzigen Speck of Dust einsammeln. Und das werde ich dann auch mal machen müssen. Und so. It's an odd-looking plumber's wrench that says Wrenchtron 3000. Ich habe den blöden Schraubenschlüssel. Da hockt der Geist vom TV. It's tuned to hospital hijinks. Ach scheiße, wieso falschen Aufzug? Ich kann doch direkt hin. Hey. It's an old discharge battery. Wie kriege ich die Batterie gefüllt? I don't want to contaminate that. Wo kann ich die abstellen, dass Franklin die zappen kann? Jetzt brauche ich eine Minute, um... Oh, es ist laut hier. Jetzt brauche ich mal eine Minute, um auf den richtigen Trichter zu kommen, weil ich habe gerade keinen Schimmer, wie man die Batterie aufladen kann. Und von daher, ja, war das hier Teil, ich glaube 8. Teil 9 kommt in ein paar Minuten. Vielleicht habe ich bis dahin auch eine Idee, wie man hier weiterkommen könnte. Und dann schauen wir mal. Also, bis gleich.